Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die Klimapolitik der EU steht vor ihrem Realitätscheck. Die Wirtschaftsleistung in Europa knickt ein und wir überlegen wir hier, wie wir unserer Industrie zusätzliche Hürden aufbauen können. Der Emissionshandel soll Emissionen reduzieren, er wird aber vor allem die Kosten steigern. Damit wächst die Gefahr, dass Arbeitsplätze exportiert werden. Der Rest der Welt sieht uns gelassen dabei zu. China muss eigentlich nur abwarten, dann wird Stahl dort produziert und nicht mehr in Europa. Nicht umsonst haben diese Woche 11.000 Stahlarbeiter in Brüssel demonstriert, um ihre Jobs zu erhalten. Und ich begrüße sehr, was Herr Swoboda gerade gesagt hat zum Thema Benchmark-System. Aber die Einsicht der Sozialdemokraten kam an der Stelle doch sehr spät. Werte Kollegen, ich bin überzeugt davon, dass wir uns gewaltig überschätzen, wenn wir glauben, das Weltklima maßgeblich durch politische Maßnahmen beeinflussen zu können. Im 21. Jahrhundert werden die Gesellschaften erfolgreich sein, die zwei Fragen intelligent beantworten. Wo kommt unsere Energie her? Und wie setzen wir sie effizient ein? Eine Politik der besonders teuren und ideologischen CO2-Vermeidung, wie wir sie in Europa derzeit betreiben, wird nicht zum Erfolg führen. Dankeschön.